Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yu-Gi-Matik nach einigen Wochen Pause. Denn wie gesagt, wir sind hier noch ein bisschen am Ausbauen. Ich bin gestern endlich fertig geworden mit dem Dämmteil. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Folierung machen und endlich nachlattieren, alles so, dass es alles hält. Und dann bin ich durch. Und ja, wir hatten ja eine schöne Überraschung am Samstag. Haben ja ein nettes Video noch rausgehauen zu meinem Geburtstag. Ein zweites. So viele Videos an einem Tag. Beziehungsweise einen Monat habe ich ja schon seit längerer Zeit hier nicht mehr gesehen auf dem Channel. Alles unintentional, weil wir halt momentan ja, beschäftigt sind mit privaten Dingen. Aber wir haben eine Banlist bekommen und auf die haben wir auch reagiert. Fandet ihr, glaube ich, auch sehr lustig und cool, wie wir es gemacht hatten, weil es halt relativ spontan dann halt abends war, so nach dem Geburtstag kann man ja mal machen. Und ja, könnte man halt immer gerne mal wieder in dem Stil machen. So. Ich habe das Feedback mal so ein bisschen gelesen und ich glaube, einige haben die vielleicht mich nicht ganz so richtig verstanden, warum ich so verwirrt war. Von der Banlist ist halt, wir erwarten halt ja normalerweise immer, dass eine Band es halt, ja, Überraschung dabei hat. Ja, gerne. Oftmals sehen wir aber halt, dass die OCG und die TCG sich gegenseitig halt, ja, immer abschauen, so ein bisschen was von der Liste. Und wie viele Leute hatten halt gewisse Erwartungen, was auf der Liste passieren wird, was auch ein bisschen aus der OCG übernommen wird. Und wir hatten natürlich das eine oder andere erwartet. Und ich war etwas verwirrt von dem, wie halt das Ganze angegangen worden ist, denn für mich ist es halt nichts Ganzes und nichts Halbes. Ja, wir haben zwei Omni-Negates gebannt, die halt nie hätten so vielleicht generiert werden sollen, vor allem Baron nicht. Der Savage Dragon hat ja noch wenigstens eine Begründung gehabt, weil damals der Savage Strike war, war noch ein ganz anderes Format, wie man halt mit Synchros umgeht. Die hatten halt nur einen Platz, auf dem man die rausbeschworen konnte. Deswegen konnte man halt gar nicht das ganze Feld damit zupflastern. Und für mich persönlich ist es halt so, wenn es ein Omni-Negate ist, dann sollte der halt auch irgendwie halt, wie sagt man so schön, da muss man schon was investieren, damit der halt was macht. So was wie ein Quasar, oder der Quasar war ja, glaube ich, quasi der allererste Omni-Negate, den es jemals in dem Game gab. Das ist verdient, wenn man den halt beschwört, nachdem man mal irgendwie 30.000 Synchros durchgegangen ist, ist das fein, wenn man den dann rausholt. Die anderen sind halt so generic und so einfach, dass es etwas zu easy geworden ist und es ist auch fein, dass es gehittet worden ist. Und nochmal, mein Problem ist halt, es ist halt nur zwei Karten gehittet worden. Alle so, ja, endlich Nibiru wird gut und so. Und ja, endlich keine Omni-Negates First Turn. Ja, okay, es wird weniger Omni-Negates geben, das stimmt. Aber es gibt halt mehr als genug Alternativen, in die jetzt halt viele unterschiedlichste Decks halt wechseln werden. Für Karten, die halt bisher nicht, halt noch nicht so viel Beachtung hatten. Oder halt einfach nicht mehr so viel Spiel gefunden hatten. Vor allem aber halt Appaloosa wird halt weiterhin gespielt werden, als halt versuchen, um seine Plays abzusichern. Wir werden vielleicht auch sowas sehen wie Crystal Wing Synchro Dragon, Herald of the Arclight, je nachdem, ob Deck das machen kann. Wir werden Photonen her öfters sehen, den Achter. Wir werden auch Titanic Galaxy sehen. Da werden halt so viele Negates halt immer noch da sein, die halt einfach nicht angefasst worden sind, die aber halt in den nächsten Wochen und Monaten halt relevanter werden. Wenn man sich schon mal diesen krassen Tachyon-Support anguckt aus dem OCG. Und wo wir halt, ja, ich verstehe es halt, wenn man diese Karten hittet, ist fein, aber ich hätte halt mir ein bisschen mehr gewünscht. Natürlich, Konami wird natürlich nicht Appaloosa hitten. Nicht bevor die Rarity Collection 2 gemacht worden ist, wo sie drin ist. Und danach kann man sie halt gerne verbrennen. Was auch fein ist. Der Linkoribo tut mir halt ein bisschen weh und ich verstehe halt die Hits. Ja, es hittet Snake Eye im gewissen Sinne in ihrem Endboard, aber die werden jetzt halt einfach ihr Endboard einfach ummodifizieren oder was anderes gehen, denn das Deck kann halt immer noch so viel spielen, wie es kann. Und ja, die Generic Synchros sind gut. Und warum sind sie halt so einfach heutzutage beschwörbar? Naja, gut, die Tuner wurden halt immer besser mit der Zeit. Ich habe, glaube ich, in einem auch einen Kommentar geschrieben, als wir noch vor 15, 14, 13 Jahren Stufe 4 Tuner bekommen hatten, dann hatten die meistens keinen Effekt, negativen Effekt oder haben ATK gepusht und hatten schlechte Stats, schneller Läufer und Koka gehen. Heutzutage haben die halt auch alle zwei, drei gute Effekte und sind halt gute Vierer-Tuner. Deswegen halt es auch einfacher gewesen, einen Savage und einen Baron rauszuhauen. So. Und das kommt ja nicht von ungefähr, das kommt von Konami. Konami weiß, was die da tun und es ist halt nicht so ganz deren Unschuld, dass halt diese Karten halt dann entsprechend auf die gespielt worden sind, denn das war halt auch der Point davon, dass halt entsprechend diese ganzen Tuner rausgekommen sind. Denn, wenn man sich mal überlegt, sowas wie Snake Eyes, ne? Falls ihr mal richtig mal daran gedacht habt, ist das ein Synchro-Deck eigentlich? Nein, das Deck spielt keine Tuner. Das Deck ist kein Synchro-Deck per se. Es wird natürlich durch andere Tuner aufgewertet, so dass es halt dann zu Off-Synchro-Endboards enden kann, weil es halt einfach so viel Zeug durchgehen kann und so viele Synergien hat über ihre Karten, dass man halt interessante Tuner dort mit denen kooperieren kann und dann halt auch für Synchro-Plays gehen kann. Denn was ist eigentlich Snake Eyes?
Snake Eyes ist ein Spell-Trap-Zone-Modifizierer mit dem Sinne von Continuous Spells rein, raus. Das machen sie natürlich auch. Und sie machen natürlich links und dann holen die aus der Backrow raus und der ganze Kram. Das machen sie ja auch schon. Aber eigentlich an sich hätte es gar kein Synchro-Deck sein sollen. Die Spieler haben es halt mehr oder weniger dazu gemacht. Was, glaube ich, Konami auch so nicht intended hat, weswegen man die so ein bisschen Spielzeug weggenommen hat. Ob das jetzt das Deck stark aufhalten wird, momentan noch nicht. Aber wir haben Tempered Dragon demnächst mit Legacy of Destruction und wir werden halt viel Support haben für andere Decks wie Yubel und so. Deswegen wird ihn trotzdem eingeheizt werden. Ob das jetzt die richtigen Hits sind, ist okay, finde ich meiner Meinung nach. Aber man hätte halt eigentlich, wenn dann halt richtig aufräumen sollen, wenn dann sollten halt viele der Negates gehen, weil dann wird es allgemein halt ein bisschen offeneres Game geben, sodass man halt so ein bisschen mehr auch Interaction miteinander hat und nicht einfach 15 Minuten Solitär sich anschaut. So, das war etwas längeres Intro zum Beginn. Jetzt schauen wir uns mal an, was alles mitgatet worden ist. Ich wollte eigentlich gestern machen, dann dachte ich mir, okay, die machen halt da sowieso noch ihre Serverwartung, aber Karl hat mir gesagt, passt schon, ich will da oben meinen Dachboden fertig machen. Machen wir heute, wo auch die Banlist eigentlich gilt. In einem Territorium. Oh mein Gott, war das ein Spaß. Und wir schauen uns erstmal an, was halt gehittet worden ist. Baronin richtig abgeschmatzt. Also falls ihr jetzt Quarter Century Secret Rares haben wollt, 45 Euro einfach auf so 15 bis 20 Euro runter. Günstig könnt ihr euch das Toilettenpapier dort abholen. Kalibalade Wilddrache, ähnlich auch als Quarter Century. Hier war ja Richtung so 19, 18 Euro unterwegs. Jetzt auch quasi so ein bisschen ja, halbiert bis gedrittelt, zwischen 7 und 8 Euro. Linkuribo kann ich mir gut vorstellen, dass die Karte nicht so lange banned sein wird. Kommt drauf an, wie halt mit Snake Eyes weiter umgegangen wird. Denn die Karte an sich ist halt überhaupt nicht busted oder broken. Sie funktioniert halt einfach super gut im Pappel. Das ist halt das Ding. Und Konami hätte natürlich auch den ganzen Snake Eyes Support rund um Stufe 2 oder Stufe 3 Feuermonster machen können, wo halt auch die Toolboxen vielleicht nicht ganz so groß sind, wobei Lohnfeuer wäre schon ziemlich krass. Und dann hätte Linkuribo niemals Play gesehen, ne? Aber man hat sich halt intensiv dafür entschieden, dass man halt diesen ganzen Support um Feuer 1er macht und dann halt auch entsprechend andere Decks rund um Feuer 1er gemacht, damit das Ganze halt irgendwie zusammengekleistert wird. Viele, so wie ich das sehe, mag, ja, die Karte ist ein bisschen abgeschmiert. Die Karte war halt Richtung 6, 7 Euro als Ultra Rare, zum Teil bei 8 Euro, jetzt zum Teil halbiert, aber auch nicht ganz. Ich glaube, die Leute sind sich nicht ganz sicher, ob sie die wirklich loswerden wollen, weil man einfach sich so denkt, also der kann doch nicht mehrere Formate banned sein. Also die Karte ist einfach halt nur wegen eines spezifischen Use Cases quasi. Bei den meisten war das halt immer so, ja, man legt dann irgendwas rein, damit man von da aus halt in Security Gardener geht oder so und damit man von da aus halt, keine Ahnung, in Dinos halt seinen großen Daddy rausholen kann und sowas. Müssen wir mal gucken. Vielleicht will Konami einfach jetzt Linkuribo hitten und wir werden dann in ein, zwei Bandes sehen, dass sie dann doch die Pappe mitnehmen, weil dann endlich die ja, die Sets abverkauft sind und dann kann man halt sagen, ja, läuft. Dann kann Linkuribo auch wieder da zurückkommen. Schauen wir mal. Dann haben wir Summon Limit auch mitgated worden. Ja, hat auch ordentlich ins Gesicht bekommen. Als Quarter Century war die zwischen so, ja, zwischen 12 bis 16 Euro, je nachdem, ist jetzt runtergekracht auf 7 Euro so. Also, ich hätte sie locker auf 1 erwartet, dass sie jetzt auf 0 geht. Haben wir jetzt vielleicht nicht alle so gesehen, weil halt auch Rivalry und KOKAG halt bei der letzten Banlist alle auf 1 gegangen sind. Dachte ich, die machen einfach so eine schöne Collection, alles auf 1, denn wir haben halt so viel Backrow-Removal, das sollte eigentlich okay sein. Ist jetzt nun auf 0 und falls ihr günstige Kopien haben wollt, holt sie euch ran. Dann kommen wir zu den Semi-Limits, zu den Limits. Semi-Limits, Da haben wir einmal den Kirin. Interessanterweise, der ist vom Preis gefallen. mehr oder weniger. Weil viele Leute haben halt den schon. Ich glaube, war das letzte. Das war nicht diese Liste, sondern die Liste davor oder die da davor sogar noch in der OCG ist ja schon zurückgekommen in der OCG und alle haben schon quasi ihre Kirins. Und man sieht das halt auch an der Menge, wie viele rumlaufen. Wir hatten ja auch noch die MP16, die habe ich auch gar nicht mit aufgemacht, von der es auch weniger gibt, was ich interessant finde. Aber da waren halt die Rares seltener in den Megatins als in den entsprechenden Hauptsets. Und achso, ich habe hier noch eine Aufnahme gemacht. Die brauche ich ja gar nicht mitlaufen zu lassen. Warte mal, simultane Aufnahme. Müssen wir nicht während des Videos machen. Machen wir mal Stopp hier. Der nimmt ja auch schon so auf. ja, Kirins sind eigentlich schon gut eingedeckt. Es gibt mehr als genug davon. Deswegen ist die Karte nicht wirklich teuer. Ist zwar eine Rare, die jetzt 8 Jahre alt ist, aber es gibt halt so viele Kopien. Dimension of Chaos wurde halt auch eine Menge aufgemacht. Und deswegen, ja, jetzt nicht gerade so hart gefragt. Dann haben wir Tidal. Der ist halt selbst auch schon, vorher halt ging er halt auch schon ordentlich Geld. Der ist halt relativ auch preisstabil geblieben, selbst mit den Anwälten, weil wir haben aus der OCG schon gewusst, dass der bei uns auch dann demnächst kommen wird. Deswegen haben sich viele Leute schon eingedeckt. Da war schon die Nachfrage hoch und deswegen ist der jetzt nicht so hoch. Als Rare, so ja, bei 1,50 momentan rum, das ging ja zum Teil halt vorher auch, also da hat sich jetzt nicht viel verändert.
Wo sich aber halt einiges verändert hat, ist natürlich Donnerdrachenkoloss. Da kommen wir gleich auch nochmal weiter später dazu, was man alles jetzt damit halt machen kann. Die Ultra Rare direkt von so von 3, 4 Euro so auf 10 Euro gleich hochgejumpt. Dann die Secret Rare ist halt so von, ich weiß gar nicht, irgendwie 11, 12 war die, jetzt ist sie ja bei 18, 19 Euro. Und dann die Ultimate Rare, die war glaube ich irgendwo bei 60, 65, ist auch auf 85 Euro hochgegangen. Ja, müssen wir mal schauen. Könnt mir vorstellen, das hat einen Impact, weil er wurde halt damals so früh gebannt. Weswegen halt viel Support, der nachher kam, der auch Richtung Thunder ging, der jetzt halt damit auch nutzbar ist, ihn vielleicht schwierig machen könnte. Mal gucken, in der OCG und dem Master Duel war der halt immer gefühlt auf 1 und da hat er jetzt nicht so viel gemacht. Und aber ich weiß halt, die TCG ist abuse-affin, um Karten halt so weit zu abusen, dass sie halt irgendwann gebannt werden. Das ist bei der OCG etwas weniger der Fall, weswegen ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass die Karte vielleicht ein bisschen overused sieht und dann die Konami sich dann doch so denken, vielleicht nicht. Müssen wir mal gucken. Das ist, wie gesagt, ich finde die Karte auf 1, glaube ich, fein. Auf 3 wäre sie mir zu stupid. Die nächste Karte ist halt. Bra. Protoss, ey. Jeder schon so, Alter, das wird's richtig fun sein, gegen ein Deck zu spielen, das Protoss spielt. Ist von ungefähr so 10 Euro, der war halt, ging halt immer noch was die ganze Zeit, die letzten Jahre, weil immer Leute sich gehofft haben, dass er zurückkehrt und das war auch sein einziger Print. Ich glaube, der Nemesis, der andere hatte ja einen Rare Reprint gehabt. Ich nehme mal an, viele der Karten, die jetzt unbannt worden sind, werden vielleicht zum Teil in der Terminal. War das Terminal Revenge? Terminal Revenge drin sein in der nächsten Battles of Legend, dass so langsam halt auch die Karten nochmal einen Reprint kriegen. Ich nehme mal Protoss an, wird auch da irgendwie als Ultra Rare oder Secret Rare drin sein. Aber jetzt momentan so bei 25 Euro, also einfach mal hier ja, 15 Euro draufgetankt. Na, freut ihr euch schon, wenn ihr ein Deck spielt, wo Protoss euch platt machen kann? Schauen wir mal. Dann haben wir Hemmung, ist eine Karte, die auch nicht wirklich teurer geworden ist. Die ging halt immer irgendwo zwischen 3 bis 4, 5 Euro. Ist jetzt zurückgekehrt, hatte halt, glaube ich, auch. Hatte sie überhaupt einen Actual Reprint bei uns? Die war gar nicht in der. Clash of Bands. Also, nee, die hatte bisher auch noch keinen Reprint gehabt. Die wäre wahrscheinlich in Pendulum Evolution im Set drin gewesen, wenn halt die Karte schon, glaube ich, bis dahin nicht gebannt worden wäre. Bei uns im TCG. Deswegen, ja. Falls ihr noch welche Kopien rumliegen habt, geht halt immer noch Geld, aber die gingen halt vorher genauso viel. Es hat sich nicht viel verändert. Anti-Spell ist auf 1 gegangen. Ja, bis da, wo es vorher war quasi, ist halt immer noch eine starke Karte. Ich frage mich halt, ich habe ja hier die Collector's Rare rausgeholt, aber eigentlich die coolste Karte davon müsste doch. Wo war das hier? Die Prismatic Secret sein. Die ist. Hier, das ist die Path Chaos Yugi The Destiny. Die habe ich auch. Ja, doch, die ist jetzt auch nicht so toll. Gut, wir haben hier eine Menge Garbage. Eieieiei. So much Garbage. Und so viele Karten aus dem Ausland. Naja, ja, hat sich jetzt auch nicht stark verändert, weil, wie gesagt, noch nicht komplett banned, aber wird natürlich safe sein, wenn man sie halt jetzt eröffnet. Dann wäre Magellan Ritter auch auf 2 gegangen. Tangiert es nicht wirklich den Markt, so ein bisschen, ja, aber die Karte ist halt auch für ältere Formate interessant. Es gab halt so viele Formate, in der halt irgendwo gespielt worden ist in den letzten 15 Jahren. Ist eine Karte, die halt immer wieder beliebt ist und vor allem halt der Originalprint aus Phantom Darkness. Dann haben wir Köstliche Pure-Leo-Erinnerung, ist eine Rare, who cares? Gibt es 11.000 Stück, das jetzt auf 2 ist, da passiert jetzt nicht viel, weder nach oben noch nach unten. Terrorkreisel. Ist interessant, den gibt es ja einmal, gab es einmal als Super Rare damals in High Speed Riders, momentan so bei 4, 5 Euro. Der hat jetzt auch so ein. Der hatte schon ein bisschen Nachfrage letzte Zeit gehabt, weil der eine oder andere, der es ausprobiert hat, hat jetzt nochmal so einen kleinen Push bekommen. Aber natürlich halt die am meisten gefragte Karte ist die Ulti, auch leichter Anstieg und ein bisschen Nachfrage. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt Leute ausprobieren. Also, Speedroid freut es zwar, aber drei Terratops wird das Deck jetzt halt immer noch nicht broken machen. Es sei denn, man kann es halt immer noch irgendwie mit Kashtira cool kombinieren. I don't know, das war ja halt das, was wir. War das letztes Jahr auf der DM gesehen hatten. Das war halt sehr cool. Dann haben wir noch den Hafenhorror, der auf 3 gegangen ist jetzt. Die Super Rare ist halt die interessanteste. Die Rare ist jetzt halt nicht ganz so interessant, aber es gibt halt immer noch so viele Stück. Und viele Leute haben sich halt auch eingedeckt, dass er wieder unbannt worden ist oder halt während der Band war. Deswegen hat sich jetzt da nicht so viel verändert. So ein bisschen teurer geworden. So. Ist aber eine Karte, die jetzt nicht so viel Nachfrage hat. Aber ich habe ja gesehen, der eine oder andere kriegt das Deck halt doch schon mal hin, dass man damit mal mit Locust gewinnen kann. Habe ich auch bei mir selbst gesehen, dass halt Leute damit halt auch gerne ein bisschen rumspielen. Dann haben wir Malicious auf 3 ist natürlich saftig. Eine Karte, die vorher so halt auch immer so rumgewabert ist zwischen 15 und 20 Euro, jetzt Richtung halt 25 geht. Vor allem, wenn ihr halt mehrere Kopien haben wollt, ist eine
Ja, ist eine gute Karte, die halt auch über sehr viele Formate spielbar war. Und das ist eine der Karten, die ich gesehen habe, als die Unlimited geworden ist. Okay. Zusammen mit Denier und so, hab vier Kopien von Malicious Resolve in dem Spielzug. Das wird fun werden. Müssen wir mal gucken, was da so alles sein wird. Also vier Malicious aufs Feld zu kriegen und dann das halt alles wegzulegen für Appaloosas und Ko-Kanki, weil die ja auch nicht banned worden sind. Müssen wir mal schauen. Wird interessant werden und ist eine Karte halt, die als Secret natürlich am gefragtesten ist. Dann haben wir noch eine Karte, die auch auf 3 gegangen ist, wo auch die Nachfrage stark hochgegangen ist, ist Engage. Die Ultra-Rares sind so ein bisschen hochgegangen, aber da ist jetzt nicht so viel passiert. Eher interessant ist das halt sowas, die ganzen Secret-Rares, da haben wir die aus Heroes Revenge. So um die 4 Euro sind alle Secret-Rares, die aus Darks Saviors auch und halt als die mit alternativen Artworks ein Tick teurer, weil halt die Leute halt das alternative Artwork ein bisschen mehr feiern. Wir können mal gucken, wir haben doch noch auch die hier, die habe ich mir gar nicht angeschaut, die Quarter Century, das ist ein bisschen mir zu viel. Machen wir mal nur die deutsche Sprache, sonst haben wir hier viel zu viel Multikulti. Ach stimmt, gab. Ist es jetzt wirklich so, dass es keine gibt, oder war das halt dieses Ding mit, wo die Quarter Centuries mit Lubellion und ihr in Deutsch nur in diesen Tuckboxen drin war? Ja, trotzdem, Englische sind ja dann auch, wenn wir jetzt. Dann gehen wir mal auf die Englischen stattdessen. Schauen wir uns das mal an. Joa. So ein bisschen Price-Spike hat sie be bekommen. Ja, doch schon, wenn man sich guckt, so, wenn man aus Deutschland haben will. 180, 190, das ist nicht das, was vorher weggegangen ist dafür. Ist eine Karte, die halt relativ selten ist, wie gesagt, weil wir halt das Problem hatten, dass die First Prince halt anscheinend gar nicht da gewesen ist. Außer in den Tuckboxen. Ich will nochmal den Lobellion dann gucken. Der hat sich jetzt natürlich nicht stark verändert, aber ist das bei Ihnen der gleiche Fall? Gibt es immer noch keine Deutschen oder gibt es Deutsche? Wie gesagt, die sind halt so selten, dass sie schon weg sind. Ja, okay, es gibt Deutsche, die sind aber sauteuer. 400 Bro. Gut, dann sind wahrscheinlich auch alle Deutschen vergriffen, die hier mal waren bei den Engages. Und wie gesagt, die Engages sind halt noch mal viel seltener als andere. Deswegen ist das quasi, kann man das vergleichen mit einer Starlight Rare oder so von der Seltenheit, weil da wir halt entsprechend dieses Problem hatten mit den Printings. Dann haben wir noch einiges, was so mit umhergeht, was halt Deck Engines angeht. Und der größte Vertreter, der halt jetzt ganz viel in Motion gebracht hat, ist halt der Donnerdrachen Unban. Und da haben wir halt Karten wie die Nemesis-Karten, die halt. Ja, wir bekommen haben, wo er halt bei uns schon banned war. Und da haben wir halt den Todfeind Korridor, der ihn halt sehr einfach machen lässt. Genauso wie Todfeind Flagge, die halt unter anderem halt auch mit Bonfire suchbar ist, weil da ein Pyromonster ist. Womit man sich halt relativ schnell und einfach aus einer Kombination von Todfeindkarten, von Donnerdrachenkarten, wie zum Beispiel den Falken, dem Gebrüll und oder Finsternis, sich halt eine Engine zusammenbauen kann, sodass man halt ja, überall halt den großen Koloss machen kann. Und ich finde es ganz schön saftig. Die haben halt noch keinen Reprint bekommen. Und Korridor und Flag, dass Flag halt so 5 Euro geht und Korridor und 10er. Saftig. Ging vorhin 1 Euro. Und ja, Flag war halt immer so 3, 4 Euro, da ist da halt immer so ein bisschen hin und her gewabert, dass Korridor so hochgeht. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe noch, ich glaube, ich habe so viele habe ich nicht gezogen damals daraus, aber ich müsste ein paar haben. Würde ich sonst die Tage mal nachlisten, wenn ich jetzt endlich mal dazu komme, das listen zu können. Und natürlich auch allgemein die Nachfrage nach Thunderdranks ist jetzt höher gegangen. Leute spielen halt momentan mit den Ratios rum, es wird nicht unbedingt alles immer gespielt. Am wichtigsten ist halt irgendwie mit Hawk, einfach eine Dragon Dark wieder zu beleben und dass man halt mit dem dann halt, also mit ihm, ihn sucht und dann ihn wieder belebt, um ihn dann halt für den Kolossus zu machen. Aber allgemein, Leute wollen jetzt auch vielleicht mal Pure von den Dranks ausprobieren, deswegen sind alle Karten momentan nachgefragt. Dragon Dark auch in beiden Rarities in Ultra und auch in Prismatic Secret beide sehr stark gefragt. Aber auch zum Beispiel der Titan hat ein bisschen Nachfrageschub bekommen, vorher bei 3,5 Euro, jetzt so Richtung 6 Euro. Ist natürlich, wenn man halt wirklich Thunder Dranks spielen möchte, Pure. Dann ist das halt eine sinnvolle Option. Ich weiß nicht, wenn Leute als Engine den Thunder Dragon einfach nur spielen, ob man dann Titan auch noch dazu nehmen will. Also, ich weiß nicht, wer seinen Koloss loswerden will, außer es ist ein Matchup, wo es halt wirklich Garbage ist. Das ist, keine Ahnung, Dinomorphia oder sowas, wo man sagen würde, okay, ich switch, aber. Muss man mal schauen. Ist auch interessant, das zu sehen. Und dann haben wir noch so ein paar. Ich sag mal, Gewinner von der Banlist, die gar nichts mit der Banlist selbst zu tun hatten, weil sie nicht angefasst worden sind. Und weil andere Sachen auch nicht angefasst worden, ups, wollen alle wieder mal die gesuchte Beutesucherin. Der jumpt zuerst
Nach der Banlist ist die Karte auch wieder über 50 € gestiegen. Die war ja schon so bei Richtung 35 € gewesen. War schon richtig hart getankt. Es war einer der größten Loser. Von 105 € vor ein paar Monaten auf 35 runtergefallen. Jetzt immer noch bei 47 € so. Ist halt ein nicer Gewinnsprung, weil halt, wie gesagt, die gesamte Wanted Engine. Man hat eigentlich erwartet, dass irgendwas in die Richtung aus Argoff gehittet wird. Ob es jetzt Flamebridge ist, ob es jetzt Origin ist oder ob es halt Wanted ist. Weil Wanted vor allem ja auch in einem OCG adressiert worden ist. Bei uns hat man es aber gelassen. Vielleicht spart man sich das für das nächste Mal auf. Oder man möchte halt noch gerne ein paar gute Reprints haben für die Megatin. Muss man mal gucken. Weswegen halt die Karte momentan wieder ab nach oben geht. Genauso wie Leuchtfeuer ist auch eine Karte, die so langsam unter die 45 gegangen ist. Aber Leuchtfeuer ist sowieso die ganze Zeit gefühlt immer gewesen nach Release. Je nachdem, ob man gerade Bock auf Feuer hatte oder nicht. Er geht jetzt wieder hoch, weil natürlich dass die Nachfrage noch mehr steigt, weil halt Leute halt auch sowas jetzt anfangen auszuprobieren, wie halt Nemesis Flag und sowas am Rumspielen sind. Und natürlich, wer jetzt auch in Legacy of Destruction halt auch neuen Ashen Support haben werden. Und dann will man halt mal gucken, was man damit alles machen kann. Und deswegen wird Bonfire halt momentan wieder nachgefragt und natürlich immer noch halt alles um Snake Eyes macht das halt auch ein bisschen konstanter. Und dann haben wir noch auch so einen kleinen Winner so nebenbei, Chaos Angel. Als Secret Rare auch einen kleinen Hüpfer gemacht, war halt so 32, 33 € ist jetzt wieder Richtung 40 € unterwegs. Deck hat ja richtig, richtig ins Gesicht bekommen, welches halt Chaos Angel spielt. Das ist Dragon Link. Die haben halt zwei ihrer krassen Monster, die sie gerne mal rausholen, Baron und oder Savage Dragon, einfach geklaut bekommen. Chaos Angel war halt immer eine gute Alternative. Vielleicht muss ich das Deck jetzt so ein bisschen drumherum bauen, dass man mit AKM Chaos Angels Going Second was macht. Weswegen halt das halt so als der nächstbeste Zehner jetzt halt an großer Nachfrage wieder gewonnen hat und die Leute halt sehr viel mit Chaos Angel rumspielen. Finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, die Ulti. Machen wir die da. Die hat jetzt auch einen kleinen Jump gemacht. Ja, genauso, so Richtung 50 €. Interessant zu sehen, dass halt das dann mit gekommen ist. Und dann werden wir mal sehen, was jetzt die nächsten Wochen so passieren wird. Konami hat es ja nicht aus guten oder aus schlechten Gründen gemacht, dass sie halt zwei Omni-Negates gebannt haben, denn sie bringen ja neue Omni-Negates in Legacy of Destruction wieder raus, ne? Dann haben wir ein gutes Xyz-Monster und dann werden wir halt ja auch ein Deck haben, was halt einfach direkt Monster-Effekte halt nicht negated, aber umwandelt. Yubei wird halt noch ein bisschen präsenter werden in den nächsten Wochen und Monaten mit irgendwann, wenn das Fusion bei uns dann halt auch rauskommt, dann wird es halt auch interessant werden. Und dann schauen wir mal, was so sein wird, ob Snake Eyes sogar dann gepowercreept wird. Wäre interessant, wenn Snake Eyes halt so der Boden von Yu-Gi-Oh! Wird, weil das halt ein lahmes Deck ist und unkonstant, weil das alles andere schneller wird. Müssen wir mal schauen. Tempei wird jetzt halt auch nächste Woche einschlagen. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt so laufen wird. Ich weiß gar nicht, ob wir dann diese Woche noch eine Episode machen oder nächste Woche. Ich gucke mal, wie wir das vorbereiten. Ich wollte erstmal so einen kleinen Schadensbericht zur Banlist machen. Ist ja einiges passiert und hat sich auch einiges verändert. Und jetzt sind die Leute auch endlich froh, dass wir nächste Woche endlich mal wieder ein neues Set haben, wo wir mal wieder was richtig Neues ausprobieren können. Und viele sind halt gespannt, wie die Tempai Dragons halt bei uns halt auch einschlagen werden. Und ich freue mich schon auf den Jubel-Stuff. Das will ich halt auch mal endlich wieder ausprobieren mit neuem Stuff. Ja, das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit diese Episode gefallen. Und ja, heute unangeheitert. Da sind wir dann halt auch ein bisschen fokussierter und nicht ganz so genervt von der gesamten Gesamtsituation. Gesamte Gesamtsituation. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.